ein Kunst-Spaß-Video aus Sophias Medienarchiv, Suchmaschinen-Trefferclips zu den Keywords Gulasch, Hut, Panzer, Lizenz, Konzert und Synonyme, denn wir fangen mal direkt mit Gulasch an. Das Wunsch-Keyword von Thorsten S. Gulasch. Null Einträge, da müssen wir ähnliche Synonyme abchecken, um die Trefferquote zu erhöhen. Mit Keywords wie Fleisch. Fleisch. Fruchtfleisch. Mit Fleischeinlage. Sehr gut, das nehmen wir. Voll gut, dass ich schon seit Mai 2012 Veganerin bin. Einen Moment da nicht festhalten. Oh, lass mich doch. Oh, oh. Hat die so ein geiles Makro, deine Fleischkamera? Aber davor habe ich auch schon mal Fleisch gegessen, wurde alles dokumentiert. In diesem Kunstfilmchen gibt's nicht viel zu lachen, auch nichts zum Lernen. Da muss jeder selbst für sich entscheiden, wie weiter gucken will. Das ist bestimmt unscharf später im Fernsehen. Naja, jetzt erstmal die Fleischeinlage. Auf der Leinwand. Machst du mal wieder, wie ich esse? Klar, gerne, wenn du da drauf stehst, hier um Essen zuzugucken. Aber mach ein bisschen näher dran. Da vorne ist der Zoom. Ja. Wenn Zoom, da geht doch das ganze Licht verloren. Du bist schon nicht mehr die große Kamera. Du bist schon absolut formatfüllend. Ich immer noch. Diesen digitalen Krempel faszinierend. Da wirkt alles immer so hell und freundlich und tageslichtig. Der Hintergrund so gülden. Acrylamid lässt grüßen. Hier beim Selbstversuch. Aber ich verbuche einiges davon als historisch wertvoll, um sich an die guten alten Zeiten zu erinnern. Ich bin voll der Steadicam-Artist. Ich zittere kaum. Ja, ups, das war unsteady. Oder? Ja. Ich war echt erstaunt, was ich da alles gefunden habe. Heißt ihr das? Zufrieden? Cool. Ja. 1995. Das Kind darf selbstständig, nur mit Badehose bekleidet, Koteletts auf einem auf dem Boden stehenden Grill grillen. Da ist ein Schwanz gebrannt. Ja, lass das Kind mal grillen, die macht das schon. Aber da ist ein Schwanz gebrannt. Ehrlich? Und, hat es mir denn geschadet? Na siehst du, ich hab da gesagt, die müssten umgedreht werden. Kochen kann ich immer noch nicht. Das ist spannend. Weniger als das davor. Will das haben? Kannst du bei der Kamera nicht eine Farbmessung einprogrammieren, dass ich das trage? Das war drauf Reality Sucks. Danke. So, wer will noch Würstchen hier? Ich? Familiengrillfest. Senf. Und ich war natürlich auch mit von der Partie. Sieben Jahre zuvor, selber Ort, selber Grill. Das bin ich. Total fachmännisch bei der Sache. Ich war immer total stolz, dass ich das machen durfte. Was grinst du so? So, jetzt was wollt ihr, ein kleines Mädchen, überfallen? Das seid ihr bei mir in der falschen Adresse, ihr Würstchen. So viel Würstchen für eine kleine Studentenparty. Jetzt habe ich gerade so einen übelsten Knorpel. Hau ab, Mann. Lecker. Eine Fleischwurst für meinen alten Hund. Aber ich hab noch mehr. Ente knusprig. Im Ofen, da bröckelt eine Ente. In einer alten Studentenbude mit so einem Mini-Ofen. Frisch ist. Wird dann gegessen von mir. Hauptgericht ohne Beilage, in der Hoffnung, dass ich aufesse. Knusper für Ente. Ente kann lernen, mit einem Drachen zu reden. Das letzte Stück. Es dauert Jahre, wenn du auf eigene Faust lernen willst, was ich dir beibringen kann. Noch Ketchup. Lindau Bodensee 2012, genau 3 Monate bevor ich vegan wurde, aß ich meinen letzten mit Käse gespickten Leberkäse. Leberkäse. Wieder zurück in Aachen filmte ich die Fleischtheke auf dem Markt für einen Filmkurs an der RWTH. Brandaktuell Pulled Pork Weihnachten 2019. Was für ein Teil ist das denn vom Fleisch? Hals. Hals? Mhm. Schweinehals? Mhm. Nacken. Muss das Nacken sein oder kann das auch was anderes sein? Und das wird jetzt geimpft mit? Marinade. Mit was denn für einer? Ja, leider hat sich der Paprika nicht genug aufgelöst. Ist das das hier? Und der Knoblauch kommt auch noch da rein. Könnt ihr das nicht einfach in der Mitte durchschneiden und dann darüber streichen? Und keine Sorge, ich wurde nicht gezwungen, das zu essen. Für mich gab's veganes Soja-Geschnetzeltes. So. Das war schon? Ja. Jetzt ist fertig? Ja. Hol mir noch einen veganen Keks. Und machst du das denn mit dem Pinsel? Ne, mit der Hand jetzt. Der Hand? Aber du hast doch eben das Siphon ausgewechselt. Hast du deine Hände gewaschen? Ich okay. Hab sie gewaschen. Pulled Pork ist im Ofen. Das ist ja schon ganz schwarz hier. Man sieht nur so aus. Und das ist das besagte Sojageschnetzelte. Total gesund in Fett und Öl angebraten. Ne, das ist aber hier. Tut's nicht. Ja doch. Jetzt tut's. Wird das so geschnetzelt ist jetzt? Ja, pult. Eben gepult. Also so. So wie Döner. Hey, Döner ist geschnitten. Genau, Döner ist geschnitten. Aber das hier ist ja dann jetzt so weich,
dass das Fleisch quasi von selber auseinander geht. Mhm. Normalerweise ist es noch ein bisschen, dann fällt das schon richtig auseinander. So, das ist jetzt nicht ganz so fein, aber ja, braucht nicht. Zur Abwechslung ein Grillhähnchen, Urlaub Normandie 2004. Okay, das ist jetzt echtes Fleisch. Die Wurst im Hintergrund. 100% Pflanze. Ja. Ja, tut mir leid, Übergang von Hitzeschlieren zu Kopfbedeckung. Hut, Mütze, Panzer, Lizenz, Kanone. Das im Hintergrund bin ich, also das ist total legitim, das bin ich. Und das ist mein kleiner Bruder mit einer schicken Mütze. Und der sieht bei weitem nicht mehr so aus wie da. Diese Mütze habe ich 2009 bei meinen Eltern mitgehen lassen. Die hat man meinem Vater gehört und ich fand die ziemlich cool, warum auch immer. Und hast du alles drauf? Mhm. Muss ich auch mal selbst filmen, sonst weiß man nie, wer filmt. Aha. Wie findest du meine neue Mütze? Schlittenfahren auf der so vielen Höhe. Studentenmäßig, schön. Ein Tenorsaxophonist und ein Perkussionist meiner alten Big Band und ich sag jetzt mal nicht, wer wer ist. Jeder von denen trägt eine individuelle Kopfbedeckung, die auch genau zum Typ passt, oder? Das ist ein Zuckerhut für die Feuerzangenbowle. Aber es ist Feuer. Ich wollte es einfach nur drüber legen. Safety first. Trafowerk-Exkursion Bad Honnef. Es ist schon den ganzen Tag am Schneien. So tief. Das ist doch ein schönes Wetter, nicht? Das war meine Russenmütze. 1A Wollmütze, die hält warm. Sind die eigentlich überhaupt? Man muss in die Schlaufe sein. Absolventenverkleidung. Die muss schräg nach hinten, seitlich. Ist das jetzt für Männer oder für Frauen? Unisex. Eigentlich ist da kein Unterschied mehr. Und ernsthaft gucken, nicht so. Wenn die ernsthaft gucken, würdevoll. Nein, du bist ein Wissenschaftler. Friendship. Das hier ist mein neuer Hut, wenn ich keinen Sonnenstich kriege. Bio-Bauernhof 2013. Und jetzt schauen wir uns mal das Schaf an. Es hat Angst vor mir. Hallo. Will nicht gefilmt werden. Now it's on, now you can make a picture of me. Da hat der nette Austauschstudent nicht den Unterschied zwischen Fotoapparat und Kamera erkannt. Zeig mal. Which one? Which one? Snapshot. Was ist das? Computerarbeitsplatz, Bildschirm, Bräune und Kleid in Größe XS oder so. Immer diese deutschen Touristen, ohne Socken in den Sandalen. Ich sollte Model werden, ganz klar. Aber ist auch schon ein paar Jährchen her. Kleidenshop. Wahnsinnig spannend. Wahnsinn. Und zum Suchwort Panzer gab es leider wieder nur 0 Treffer. Wir waren einmal in der Normandie, da gab es so ein paar Zweite Weltkriegsrelikte. Ich glaube, das hier ist so ein kleiner Panzer, immerhin etwas, mit meinem kleinen Bruder davor. Deswegen habe ich die Suche erweitert auf Kanone. Zur Kanone habe ich ein bisschen was gefunden. Ich hoffe, das reicht. Elektro, da steht Elektro drauf. Na klar, jetzt kommt Pippi. Ihr schießt ja, als ob ihr betrunken wärt! Ihr schießt ja, als ob ihr besoffen wärt! Wir sind nicht besoffen, die Rohre sind krumm! Zum Thema Lizenz habe ich echt nichts gefunden und das hier sind angeblich 74 Synonyme zu Lizenz. Dieses Wort hat echt viele Zs. Das ist schwer auszusprechen, ohne zu zischen. Tja, was soll ich zur Lizenz finden? James Bond, 007, Goldfinger, die Lizenz zu töten. Oder irgendwelche Programmlizenzen. Ja, Wahnsinn.
Reicht das? Gilt das? Ist das okay? Also ich weiß echt nicht, was da jetzt von mir erwartet wird bei Lizenz. Fahrlizenz, Führerschein, Fahrerlaubnis, Zulassung, hier steht Zulassung, Autolizenz. ZZZ, Lizenz hat wie Lizenz. Weiter geht's. Kommen wir zum langweiligsten Keyword, nämlich Konzert mit über 1000 Einträgen. Juhu! Das Interessante an diesem Clip ist eigentlich nur die Hippie-Frau da im Vordergrund mit den schönen Tänzen. Das war in Nürnberg, wo ich ein Nosel-Brass-Konzert besuchte und den Trompeter traf. Hier. Und den Posaunisten. Hier bin ich. Du bist mein Lieblingsposaunist. Ach, das ist aber eine große Freude. Und die Haare gefallen mir. Dankeschön. Yam, tadam. Sag es mal schon. Wir sind doch nette Kerle, oder? Der arme Kerl, aber mir hat's voll Spaß gemacht. Weil das ist nicht nur Applausmusik, das ist auch Kabarett. Die durchs Handy das gesamte Konzert betrachten. Ja, die sollten meiner Meinung nach zu Hause bleiben und sich das Ganze auf YouTube anschauen, anstatt Eintritt zu zahlen und dann durch ein Telefon vor der Bühne sitzend sich den Abend anzuschauen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Ich bin schuldig. Aber ich gelobe Besserung. Ich finde es so blöd, wenn die Leute so drin sitzen. Das ist, ist irgendwie absurd. Mhm. Und wenn ich ihnen dann vor der Bühne aus zeige, hallo, geht's noch? Oh dran. Dann filmen sie noch mehr an. Lachen mich an, weil sie es gar nicht mehr merken heutzutage. Und das finde ich schade. Mir ist relativ wurscht. Wer sich rechtfertigen muss, hat schon verloren. Also. Nicht, dass ich nicht auch solche Fehler machen würde die ganze Zeit, aber sie stört mich bei mir auch, dass ich verbringe auch viel zu viel Zeit in meinem Telefon und mit meinem Computer. Hiermit habe ich das Thema heimlich Filmen von Nosel-Brass-Konzerten aufgearbeitet. Der Sinn eines Konzerts ist ein anderer, als dass man es mitfilmt und dann in schlechter Qualität irgendwo hochlädt, um damit darauf hinzuweisen, dass man selber wo war. Das ist irgendwie ein Blödsinn. Melone. Oh. Ist alle. Oh, war lecker. Bei diesem Clip sieht man, wie ich sinnloserweise umblättere. Die Lampe ist ausgegangen, ich klopfe mal drauf, dann geht's wieder an. Und dann ist auch noch mein Mikrofon falsch. Aber das richte ich jetzt und dann hört man mich auch wieder. Ich will das auch nicht künstlich in die Länge ziehen, deswegen hier zum Abschluss noch ein Clip von einem vollschlanken Keyboarder. Hallo. Allerseits. Hallo. Ja, viel Spaß. Viel Spaß beim Zugucken und so. Ja. Ist doch schon was, alles vorbei. Ja, das war's. Danke sehr. Ciao.